Ja, ihr seht schon, ich habe hier auf dem Schreibtisch einen weiteren 49 Zöller mit 240 Hertz und OLED. Unterscheidet er sich nicht wirklich von dem Samsung, den ich erst letztens für euch vorgestellt habe. Aber ob dieser jetzt hier der beste oder einfach nur gut ist, das wollen wir heute in dem Review zu dem Philips Evnia herausfinden. Wenn ihr Bock drauf habt, ja, dann sehen wir uns gleich nach der Nachricht des heutigen Sponsors und das ist VIP CDK Deals. Bei CDK Deals findet ihr offizielle Microsoft Keys, ob Windows 10 oder 11, Microsoft Office, Games auf sämtlichen Plattformen wie Steam, Origin und Uplay zu wirklich guten Preisen. Gerade bei Windows 10 Pro sind die Preise wirklich gut und wenn ihr das Ganze mal hier in der Suchleiste eingebt, Windows 10, praktischerweise lässt sich die Lizenz jederzeit kostenlos auf Windows 11 upgraden. Ja, also auch hier könnt ihr nochmal ein bisschen zusätzlich sparen. Ich habe das Ganze bereits ausprobiert, die Aktivierung läuft reibungslos. Und inzwischen habe ich Windows 11 sowohl auf meinem Laptop als auch meinem PC zu Hause installiert und ihr könnt mit dem exklusiven Rabattcode GU25 satte 25% sparen. Und damit landet ihr bei 13,95 € für den Windows 10 Pro Key. Ich bin sehr, sehr zufrieden und bei CDK Deals macht ihr echt einen Schnäppchen. Nachdem ihr euren neuen Windows 10 Key erhalten habt, gebt ihr das Ganze über den Windows Aktivierungsassistenten entsprechend ein. Drückt auf Aktivieren und los geht's. Ihr könnt sehen, die Windows 10 Lizenz ist jetzt aktiviert. Mehr Infos und Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. So Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde GAX TV und ihr seht es schon soweit auf meinem Schreibtisch. Ja, wir haben den Evnia 49 Zoll von Philips hier, den 240 Hertz OLED mit 32:9 Auflösung, 5120 Pixel mal 1440p. So als wenn wir hier zwei 27 Zöller nebeneinander hätten und dann zu einem Bild verschmolzen wären. Ja, der Monitor ist hier schon angekommen und Starfield unterstützt noch immer nicht 32:9. Entsprechend ja, habe ich das Ganze jetzt mit meinem Notebook als auch meinem Rechner hier soweit im Betrieb. Multitasking ist im Bereich von 32:9, denke ich, das A und O. Und ob das verbaute KVM-Switch hier gegenüber dem Samsung G9 OLED und dem erst jetzt erschienenen Asus PG49 WCD, einem ebenfalls 49 Zöller, ebenfalls OLED, aber sowohl Samsung als auch Philips setzen hier auf 240 Hertz, der Asus. Ja, selbst wenn er auf dem Blatt Papier in allen Punkten besser erscheint, fährt nur mit 144 Hertz. Die Frage ist das ein Grund, sich für diese Monitore oder eben gegen den Asus zu entscheiden? Das ist das, was ich heute so ein bisschen mit euch diskutieren möchte. Denn in meinen Augen, ja, wenn ich mir sämtliche 49 Zöller anschaue, führt derzeit alleine wegen des Smart KVM Features kein Weg an den Asus Monitoren vorbei und entsprechend kann ich eins vorwegnehmen, ja? Ich werde sämtliche Tests, so wie in dem vorherigen Review zu den Samsung und Asus LCD, den ich für euch soweit getestet hatte, entsprechend wiederholen. Sprich, wir werden die Leistungsaufnahme sowohl in SDR als auch HDR soweit testen, also wie viel dieser OLED hier an Strom verbraucht. Ja, ich hatte bis jetzt sowohl den 57 Zoll Ultra Wide von Samsung da, der entsprechend mit Mini-LED und QLED-Technologie gegenüber dem Samsung 49 Zoll OLED, der vom Panel her hier mit dem Philips identisch sein sollte. Aber ich kann soweit sagen, der Philips hat hier in meinen Augen eine andere Beschichtung. Ja? Er spiegelt nicht so krass. Er hat definitiv ein Glossy-Finish, ja? ein theoretisch spiegelndes, aber diese Spiegelung ist wirklich so minimal gehalten, dass wenn ich jetzt hier vorsitze, ja, und es ist tagsüber, es ist hell und ich habe hier zwei Scheinwerfer, die auf mich gerichtet sind, als auch eine Deckenleuchte und ich kann hier wirklich sehr, sehr gut alles erkennen, ja. Und dann wiederum, ja, ist es auch echt krass zu sehen, wie kontrastreich, ja, wie farbintensiv ein OLED hier an der Stelle ist. Das sieht einfach wirklich wahnsinnig geil aus. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, das will ich nicht mehr missen. Ja, ich hatte den Asus 49 Zöller mit einem VA-Panel. Ja, und da muss ich ganz klar sagen,
Der matte Display als solcher hat mir zwar gefallen, auch soweit sehr kontrastreich, ein gutes Bild, aber mit 4 Millisekunden Gray to Gray ist die Reaktionszeit einfach sehr schwach gewesen im Direktvergleich zu so einem OLED mit 0,03 Millisekunden Reaktionszeit. Ja, da spielen die 240 Hertz noch gar nicht so eine krasse Rolle. Deswegen, ja, wenn ihr noch warten könnt, es sind nur noch vielleicht 1-2 Wochen, bis der Asus ROG Swift in den Handel kommt. Der PG49 WCD, der, auf den ich eigentlich die gesamte Zeit lang warte. Ja, ich habe nicht ohne Grund hier sämtliche 49 Zöller getestet und dem Asus Smart KVM Feature so ein bisschen vertraut gemacht, denn all diese Punkte, ja, alles, was ich bei dem vorherigen Asus mit VA-Panel und dem Smart KVM soweit positiv angemerkt habe, spricht für den PG49 WCD. Und hinzu kommt all das, was für die mit dem Samsung-Panel ausgestatteten OLEDs spricht, den Philips, ja, den wir jetzt hier haben, den Avnia 49 Zöller, den bekommt ihr derzeit für, ja, das günstigste, was ich gesehen habe, sind 1.379 Euro. Also definitiv eine Stange Geld. Was mich aber gewundert hat, ist, dass zum Einstieg dieser Monitor hier günstiger ist als der von Samsung. Philips hat hier ab Werk ein vorkalibriertes Panel. Also es wurde soweit ein Calibration Report beigelegt und wir haben deutlich mehr im Lieferumfang. Ja, sowohl an Kabeln, die allesamt hier optisch in weiß gehalten sind, entsprechend ein stimmiges Gesamtsetup, ein komplett Custom und das, was ich schon bereits im Unboxing, ja, und wer dieses Video hier noch nicht gesehen hat, das ist der erste Teil meiner kurzen Videoreihe zu dem Philips Avnia mit 49 Zoll. Also da gehe ich sowohl auf den Lieferumfang, auf die Produktbeschaffenheit, also wie die Verarbeitungsqualität ist, als auch die Anschlüsse ein bisschen ein. Hier nochmal kurz zu erwähnen, wir haben zwei HDMI 2.1, einen DisplayPort 1.4, einen weiteren USB-C, der sowohl für Power Delivery mit bis zu 90 Watt euren Laptop laden kann, als auch im Smart KVM Feature sozusagen hier auf der linken Seite entsprechend über USB-A das Hub mit Tastatur und Maus angebunden an den PC und über USB-C an den Laptop entsprechend ebenfalls angebunden. Das, was man aber jetzt hier an der Stelle kritisieren muss, definitiv, wenn man die Asus-Monitore mit Smart KVM kennt, die haben eine softwareseitige Implementierung, sodass ihr zwischen den zwei Systemen, ja, mit einer Tastatur, einer Maus zwischen Picture und Picture wechseln könnt, ohne irgendwie Knöpfe zu drücken. Und hier beim Philips als auch bei den Samsung-Monitoren muss man in das Monitormenü reingehen und entsprechend die Source wechseln, also entsprechend von USB-C auf USB-A, damit die Tastatur oder Maus entsprechend dem anderen System zugewiesen wird. Und das macht in meinen Augen das Ganze ein bisschen witzlos. Das ist einfach viel zu umständlich. Im Alltag wird es euch die Nerven kosten und Asus hat das Ganze einfach besser implementiert. Ja, ich hatte das beim Samsung 49 Zöller bereits stark kritisiert, dass das Smart KVM eigentlich gänzlich fehlt. Und jetzt haben wir hier zwar einen KVM-Switch drin und auch die Möglichkeit Picture-in-Picture, also wir haben ein Hauptbild und entsprechend in dem Bild einen kleinen Ausschnitt angezeigt. Ja, also das hier oben ist sozusagen mein Notebook und das, was ich hier machen kann, ist zum Beispiel ja, von Small auf Middle und von Middle auf Large gehen. Das ist sozusagen der größte Bildausschnitt, den ich hier auf dem Display anzeigen lassen kann. Aber jetzt kommt erstmal der Bummer. Ja. Ihr seht, es ist ein 32:9 Ultra-Wide-Ausschnitt. Was zum Henker hat Philips hier gemacht? Ja, ihr müsst euch mal überlegen. Wir haben ein gesamtes Bild, 32:9, das ist die Hauptauflösung. 5120x1440 Pixel. Und der Picture-Ausschnitt ist an die Auflösung des Monitors fixiert. Sprich, im Picture-in-Picture-Modus können wir nicht auf 16:9 wechseln, können wir nicht auf 2560x1440 oder 1920x1080 wechseln. Nein, wir haben nur drei Modi, drei Größen, in denen wir das 32:9 Bild in so ein kleines Fenster stretchen. Das ist ultra dämlich. Ja? Also ich weiß nicht genau, ob da jetzt noch softwareseitig irgendwie
was nachgereicht wird, beziehungsweise ein Treiber-Update für diesen Monitor. Aber zum jetzigen Zeitpunkt macht das für mich die gesamte Multitasking-Funktionalität eines solchen 49 Zoll Ultrawides gänzlich zunichte. Ja, das ist eigentlich der einzige Grund, wieso ich mir so ein großes Display hole, damit ich entsprechend, ja, und das geht zumindest. Wir könnten hier jetzt an der Stelle Starfield, ja, von 3440 mal 1440, also 21 zu 9, auf 16 zu 9, also 2560 mal 1440 stellen, entsprechend QHD, ja, wir sehen, batz, hier ist das Bild reingerutscht, okay, und wenn wir jetzt vom Picture-in-Picture-Modus in den sogenannten Picture-by-Picture, also sozusagen Bild neben Bild, ja, wir haben dann sozusagen 2 mal 16 zu 9, 2 27 Zoll Bilder mit QHD, also 2560 mal 1440 und haben jetzt ja, einen Multi-Monitor-Setup. Das ist soweit ohne Probleme machbar. Ja? Aber für mich war immer der Picture-in-Picture-Modus oder die Flexibilität beim Picture-by-Picture-Modus auch zum Beispiel bei 21 zu 9 entsprechend den Bereich so zu nutzen, neben einem kleineren Bildausschnitt, dass man eben für Multitasking dem anderen System zuweist. Ja? Aber es ist beim Philips hier an der Stelle einfach viel zu eingeschränkt, was wir hier mit diesen Multitasking-Features machen können. Und das ist einfach schade. Das macht für mich einfach diese 49 Zoll langfristig wirklich zunichte. Es gibt einfach zu wenig Spiele, die rein auf 32 zu 9 setzen, und entsprechend will ich das auch nicht immer. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel streamen möchte oder einfach während des Zockens eben ein bisschen mehr Multitasking mit einem zweiten System machen will, vielleicht einfach nur einen Game Capture laufen lassen, vielleicht ein YouTube-Video oder Netflix nebenbei schauen und ja, einfach ein bisschen mehr Multitasking beim Streamen sich hier zum Beispiel den Chat anzeigen lassen. Ja, das ist mega geil. Nur eben hier ultra limitiert. Und das ist einfach wirklich, wirklich schade. Naja, versteht mich bitte nicht falsch. Es geht natürlich in puncto Multitasking auch so. Ja, mit einem einzigen System könnten wir hier entsprechend ja, über Windows, ja, also wenn wir jetzt dieses Fenster hier nehmen, nach oben ziehen, dann hat Windows entsprechend hier auf jeden Fall ein paar Layouts, die wir nutzen können. Ja, entweder so wie wir es gerade hatten, sozusagen die Hälfte des Monitors eingeteilt und dann gibt es die Möglichkeit, den 21 zu 9 Bereich, so wie jetzt Starfield gerade im Hintergrund geöffnet ist, zu wählen oder eben hier diesen Seitenstreifen. Ich nehme jetzt den Seitenstreifen hier für das rechte Bild, ja, und dann für den mittleren Teil können wir dann entsprechend hier ganz normal Starfield auswählen. Und dann sieht das Ganze natürlich auch vernünftig aus. Aber ihr seht, ich habe mein Notebook jetzt hier an der Stelle abgestöpselt. Für ein Single System, ja, also mit einem einzigen PC, der das Ganze betreibt, mit dem ihr zocken wollt, mit dem ihr Multitasking betreiben wollt, denke ich soweit kein Problem. Aber wenn ihr Laptop und PC-System oder Konsole und PC-System zum Streamen nutzen wollt, ist das KVM und der Smart KVM-Modus einfach hier beim Philips soweit nicht gegeben, nicht ausreichend optimiert worden und kann sich hier gegenüber dem Asus ja, einfach nicht abheben. Kann man nicht anders sagen. Ja, Freunde, was man hier dem Ganzen auf jeden Fall soweit lassen kann, ist, dass die Boxen, die hier in dem Philips verbaut sind, sich einfach gegenüber dem Asus und dem Samsung 49 Zöller, die ich beide hier hatte, einfach krass abheben können. Also wir haben hier die Lautstärke gerade mal auf 20% und das geht schon gut ab. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist wirklich etwas, was definitiv für den Philips Avenir spricht. Der Sound ist richtig gut. Also selbst bei 100% erstens, das ist krass laut, also krass laut. Der Sound bricht nicht ein. Ja?
Also normalerweise bei solchen Monitoren habt ihr wirklich, wirklich schlechte Lautsprecher drin verbaut. Das ist hier nicht der Fall. Ich glaube, wir haben zwei 7,5 Watt Lautsprecher, wenn ich mich nicht irre. Also da hat Philips einfach seine Stärken gezeigt, die sie eben bei Fernsehgeräten definitiv zum Spielen bringen können. Und dann hier in die Avnia-Serie soweit optimal mit implementiert worden. Richtig geil. Ja, den Low Blue Mode haben schon manche von euch angesprochen, also entsprechend der Blaulichtfilter. Der ist auf jeden Fall mit 25% Brightness auf jeden Fall der dunkelste. Ja, da sieht man direkt, boah, da geht's runter, buff. Ne? Und nicht nur die Helligkeit ist ziemlich krass weg, sondern auch das Bild, ja, definitiv krasser Gelbstich. Kann natürlich angenehm fürs Auge sein. Ja, einer der Aspekte, der natürlich auch hier berücksichtigt werden muss. Wir haben hier ein System mit RTX 4070 Founders Edition und Ryzen 7800X 3D, also wirklich ein Top-End-Gaming-System. Klar, 4080, 4090 wäre besser, aber wir sehen, auf was für FPS-Werte wir hier kommen und das sind eben ja, zwischen 130, 144 FPS. Entsprechend wäre jetzt hier in dem Ausschnitt ja, ein 144-Hertz-Panel soweit vollkommen ausreichend. Das muss man definitiv sagen. Entsprechend sind zwar 240 Hertz ein schöner Puffer nach oben, aber einfach nicht notwendig. Ja. Und da wird für mich der Asus definitiv reichen. Ach so, ich will euch hier auch noch einmal ganz kurz zeigen. Ja, neben meinem PC sieht man hier auch ganz schön die Beleuchtung. Ja, die Philips hier in den Avnia implementiert hat. Also wir haben hier wirklich auf der gesamten Rückseite solche LED-Einheiten, die dann rückwärts hier das System beleuchten. Ja. Ich mach mal ja, sämtliche Lichter jetzt hier im Raum aus. Sieht das Ganze dann so aus. Ich habe es jetzt sozusagen auf die maximale Helligkeitsstufe gestellt. Können wir mal schauen. Ja, dürfte auch für den einen oder anderen relevant sein, einfach weil das eben ein ziemlich eigenes Feature von den Philips-Monitoren und Fernsehern ist. Sieht echt ganz geil aus. Ja. Man kann hier, wenn wir sozusagen in die Settings gehen, zum Ambi-Glow, so heißt das Ganze. Ja, Ambilight für Monitore. Ja, wir haben jetzt den Static Mode an, könnten hier aber auch ganz unterschiedliche Beleuchtungseffekte wählen, ja, Coloring, Breathing gibt es auch, also so ein Atemeffekt, sieht auch geil aus, Color Wave, ja, so eine wandernde Farbauswahl, auch die sieht hier ganz schick aus, Color Shift gibt es auch, dann entsprechend ein bisschen schneller von links nach rechts und rechts nach links, Follow Audio gibt es auch, also dem Ton sozusagen folgen und Follow Video entsprechend auch. Wir könnten auch zum Beispiel komplett den Hintergrund weiß ausleuchten lassen, statisch. Entlastet ein bisschen die Augen, erhöht nochmal ein bisschen den Kontrast auf dem Bild, einfach weil wir sozusagen durch das rückwärtige Ausleuchten hier mehr auf den Display fokussiert sind. Ist ein bewiesener Effekt, der auch die Augen ein bisschen schonen kann. Und wir können auch hier mit unterschiedlichen Helligkeitsstufen arbeiten. Also das ist jetzt Brightest, das ist Brighter. Und das ist Bright. Ja, für meinen Test werde ich aber hier das Ganze auf Ausstellen, ja, und einfach ein bisschen Energie sparen, damit wir auch einen fairen Gesamtvergleich. Jetzt machen wir uns gleich dran, entsprechend die tatsächliche Leistungsaufnahme ein bisschen auszutesten. So, das Schöne an einem OLED ist, ja, man könnte meinen, das Bild ist ausgeschaltet. Nein, ja, wir haben lediglich ein komplett schwarzes Bild. Und dieses komplett auch monitorfüllend, 51 Watt. So, im Gegenteil dazu bei 100% SDA entsprechend ein komplett weißes Bild. Und das ist sehr, sehr hell. Ja, können wir uns mal den Stromverbrauch im SDA anschauen. An der Stelle sind es 164 Watt. Ist schon krass, ja, wie der Spike sozusagen ist. Aber jetzt sind alle OLED-Pixel sozusagen aktiviert. Und strahlen. Aktivieren wir unter Windows entsprechend erst einmal HDR. So, HDR-Mode ist eingeschaltet. Und interessant soweit zu sehen, dass wir hier ausgelesen haben, 436 Nits. Das sah beim Samsung anders aus. Der hatte feste 400.
An der Stelle ist der Philips hier schon mal ein kleines bisschen heller. 112 Watt? Das kann ja irgendwie nicht sein. Bei den HDR-Settings unter Windows, ja, wenn wir da jetzt reingehen, genau, ja, wir müssen natürlich hier den Slider Helligkeit für SDR-Inhalte so weit nach ganz rechts ziehen, dann zieht auch die Helligkeit hier an der Stelle an. Ja, und boah, ja, okay, jetzt ist es natürlich strahlend. Und jetzt ist es natürlich deutlich heller. Ja, das war es gewesen. Und wir haben jetzt auch hier entsprechend unsere Peak-Helligkeit von 168 Watt gemessen. So, am Ende meiner Testreihe soweit angekommen und die Leistungsaufnahme soweit auch ausgewertet, bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass der Philips soweit mit der maximalen Helligkeit, ja, nahezu exakt gleich abschneidet wie der Samsung, dürfte hier die Peak-Helligkeit ähnlich hoch sein. Aber was interessant zu sehen ist, ist, dass mit 51 Watt der dunkelste HDR- und SDR-Bereich ein kleines bisschen mehr Strom verbraucht als beim Samsung. Nichtsdestotrotz, in dem Alltag, ja, werdet ihr natürlich nicht diese utopische 164, 165 Watt Peak-Brightness erreichen, einfach weil das Bild niemals ganz weiß ist und ihr es so anschauen werdet. Ne? Es zeigt einfach, was der Monitor theoretisch kann. Ja, in meinem Test zu soweit dem Motion Blur und einfach so ein bisschen die Reaktionszeit von diesem Monitor zu bestaunen, habe ich entsprechend den UFO-Test auch nochmal laufen lassen. Und da sieht man einfach, wie klar entsprechend sich hier das Bild verfolgen lässt. Ja, zeigt einfach den OLED und was die Gaming-Performance hier von so einem Display einfach gegenüber der Konkurrenz abhebt. Das hat man auch bei dem Samsung und wird man auch bei dem Asus haben. Sieht einfach echt beeindruckend aus. Sowohl bei dem Samsung G9 mit OLED als auch bei dem Philips Avenir habt ihr hier einfach zu viele Kompromisse, die ihr macht. Das ist soweit mein Statement. Ich werde natürlich den Asus dann in Natur testen und mein Statement dann entsprechend updaten. Aber mit größter Wahrscheinlichkeit alleine wegen des Smart KVM wird dann der Asus hier bei mir auf dem Schreibtisch Einzug finden. So, das waren soweit meine abschließenden Worte zu dem Philips Avenir mit 49 Zoll. Ein wirklich spannendes Gerät, keine Frage. Auch der 240 Hertz OLED ist natürlich einfach nur eine Augenweide. Nichtsdestotrotz denke ich, dass mein Statement soweit stehen bleiben kann. Mit 49 Zoll geht es eben nicht nur darum, ein brillantes Bild abzuliefern, sondern auch entsprechend diese Bildoberfläche bestmöglich zu nutzen. Und das tut sowohl der Philips als auch der Samsung eben nicht. Bis dahin bleibt mir nichts weiteres zu sagen als Gaming Fitness, that you see on GAX TV. I'm just trying to hold you quick.